In Städten passieren heute sehr, sehr viele Dinge. Konsumenten fragen Mobilität nach, indem sie Straßenbahnen nutzen, Autofahren oder Fahrräder, kaufen ein, gehen zur Arbeit, nutzen Schulen. Insgesamt ist sehr, sehr viel Leben in einer Stadt. Aber verstehen wir wirklich, was in einer Stadt passiert? Mit Hilfe von Big Data, Industrie 4.0, Smart Cities, Internet of Things gibt es jede Menge Datenquellen, die wir nutzen können, um die Dynamik in den Städten zu erklären. Freiburger Wirtschaftsinformatiker wollen das riesige Datenangebot im Internet dazu nutzen, Standorte für Gewerbetreibende zu finden. Sie haben eine Analysesoftware entwickelt, die das Leben in der Stadt abbilden und relevante Parameter herausfinden kann. Im Gegensatz zu klassischen Ansätzen sind wir in der Lage, sehr, sehr viele unterschiedliche und jede Menge komplexe Daten miteinander zu verknüpfen, um das Verhalten in den Städten zu erklären. So greifen wir auf Point-of-Interest-Daten, Infrastrukturdaten zurück, aber machen da noch gar nicht Halt. Sondern wir greifen auch auf dynamische Daten zurück, wie Wetterdaten, Bewegungsdichten, Bewegungsströme, aber auch auf Social Media, um das Verhalten innerhalb von Städten erklären zu können. Nach mehreren Jahren Forschungs- und Analysearbeit mit der Datenvielfalt im Internet haben sich die jungen Wissenschaftler selbstständig gemacht. Ein Exist-Gründerstipendium ermöglicht es ihnen, ihre Software in einer eigenen Firma namens GeoSpin weiterzuentwickeln und am Markt zu positionieren. Die GeoSpin GmbH ist eine Ausgründung der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik haben wir Verfahren zur geografischen Big-Data-Analyse entwickelt. So haben wir mit Praxispartnern zusammengearbeitet und hatten unterschiedliche Forschungsprojekte im Bereich Carsharing, Ladeinfrastruktur oder die Vorhersage von Kriminalitätsfällen. Ziel der neuen Firma ist es zunächst, die Bedienung der Analysesoftware einfacher zu machen. Etwa, wenn ein Kunde den Standort für einen neuen Supermarkt sucht. Im Moment bieten wir unsere Analysen nur im Rahmen von Projektgeschäft an. Diese nutzen wir aber, um zu verstehen, welche Analysen der Kunde auch wirklich in den unterschiedlichen Branchen benötigt. Parallel entwickeln wir ein Software-Tool, wir nennen es Analytics as a Service, in dem der Kunde dann eigenständig solche Analysen durchführen kann. Also was würde passieren, wenn er jetzt hier unten einen Supermarkt hinbaut, im Vergleich zu dem, wenn er einen da oben einen hinbaut. Somit, dass er eigenständig diese Analysen durchführen kann.